Und willkommen zurück zu Pokémon Platin Soling Challenge mit Trudel. Ja, und Marie. Jawohl, so. Und kleine Änderung, vorübergehend. Ofenkäse ist im Team zum Pokémon Schwächen mit Umfang, mit Ultraschall und Donnerwelle und Limonade für Fliegen im Team. Oh, wegen Limonade habe ich heute Lasagne drin. Das ist eigentlich ganz cool. Funkensprung ist ganz witzig. Afrihornio. Und ja, Kastanie drin. Kanthypnose ist auch ganz witzig. Und ich würde sagen, wir bleiben hier in Elysis und fangen mit der Angel oder Surfen. Angel oder Surfen? Ja. Ah, ich glaube, ich surf, oder? Ah, ich nehme die Angel. Gemütlicher. Ja, das stimmt. Vor allem auf dem kleinen Bereich, was zum Surfen, doch geht. Mein Encounter? Okay, es ist ganz nett. Ja. Schalellos. Meins ist ein Dupes. Okay, meins nicht. Oh. Wechsel dann mal auf Ofenkäse. Schalellos ist aber Boden, ne? Oder war es Gestein? Wassergestein. Die Weiterentwicklung ist auf jeden Fall Boden. Ich weiß nicht, ob der schon Boden ist. Ich schau kurz. Kommt auf jeden Fall die. Aquavelle ist Level 25, okay. Schalellos wird mit einem L geschrieben. Da schaue ich doch mal kurz. Mach mal östliches Meer, weil es ist blau. Level 30 entwickelt es sich zu Gastigu, dann ist es nur Wasser. Okay, also kann ich es auf jeden Fall paralysieren. Darum ging es mir gerade hauptsächlich. Ich habe auch etwas so Pokémon. Und zwar? Anton! Oh! Ja, ist doch okay. Ich glaube. Super. Kraftreserve ist Kampf, ne? Immer? Ja, ich glaube. Das ist nicht sehr effektiv auf Ofenkäse. Nein, es ist nicht immer Kampf. Ofenkäse wäre Kampf doch effektiv drauf, ne? Richtig. Ja. Und das war gerade uneffektiv. Also. Oder ist nur bei Trainern so. Oder nur bei Trainern, das kann sein. Weil dann, da bin ich mir relativ sicher, dass das eine Mal das Kampf war. Von dem Incognito, die Kraftreserve. Wann entwickelt sich Anton, weißt du das? Irgendwas mit 30. Auch irgendwas mit 30. Wird fast 37 auch. Entoron ist eigentlich auch cool. Da mach ich immer einen Pokéball. Los, Pokéball! Witz. Jetzt eine Aquavelle tut schon ein bisschen mehr weh. Renn. Aber es macht Schlammbombe. Oh, Schlammbombe war die Bodenattacke, ne? Ja. Alter! Okay, Schalellos, please keep calm. Ich wechsle auf ein anderes Pokémon. Das ist ja schlimm hier. Ich wechsle mal auf Sandwich. Hält relativ viel aus. Ich hab's im gelben Bereich, ich könnte es noch in den roten bringen mit der Schallwelle, aber es müsste heilen und eventuell es gefährlich werden, das muss nicht sein. Muffy leidet unter stetigem Kopfschmerz, ausgelöst durch seltsame Kräfte, die er aber auch einsetzen kann. Richtig. Quasi auf Arbeit dauerhaft krank gemeldet. Ach, als Student, naja, okay. Das alles gut bei dir? Ja. Wunderbar. Ein Enton bzw. ein Enton. Hatten wir Melone schon? Kommt mir bekannt vor. Mehr oder weniger. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier tatsächlich... Schalellos, Seeschnecke. Nee, hat man nicht. Stimmt, das war, ich glaube, Meryl in der anderen. So. Nicht Trudels Körper zusammendrücken, sonst sickert eine seltsame lilafarbene Flüssigkeit aus. Genau. Das ist nicht so günstig. Das ist natürlich. Möchtest du Schalellos einen Spitznamen geben? Ja. Ein männliches blaues Schalellos. Nimm zwei Soft. Oh, nice. Nimm zwei Soft.
Pastas? Je nachdem, wie ich schreibe. Ja. Ich würde einfach nehmen zwei zusammen, Leerzeichen Soft oder so. Minus? Leerzeichen? Leerzeichen. Ja, okay. Achso, und Melone nehme ich an. Ja. Genau. Weil hatten wir ja noch nicht, also. Ja. Da kam halt noch keine neue Bestätigung, dass es das sein soll. Ja. Ach so, sorry. Doch, dann ja. Wenn wir es so. Nimm zwei Soft. Schön. Jetzt können wir noch in Ewigenau was fangen. Ja. Gleiches Spiel, Surfer oder Angel. Okay, erstmal hinfliegen. Oh, fliegen ist cool. Ich hab schon ganz vergessen, wie das aussieht. Herzhofen, Ewigschleide, das Weideburg. Du hast gesagt Ewigenau, ne? Richtig. Die Stadt, die ich mir als vorletztes anschaue. Los, Glurak, fliegen! Oh, ist das cool! So, wo? Im Norden. Oben rechts. Sollte gerade noch so in der Stadt sein. In zwei Wasserdecken. Nee, oder? Doch, zwei. Vielleicht sind da auch Items. Da fängt die Route an. Und da ist... Ja, vielleicht. Eine gelbe Flöte. Ich surf mal oben einmal. Hm? Unten? Ist unten ein Item? Unten nix? Ich glaube nicht. Also, Itemradar hat nichts angezeigt. Ich weiß nicht, wie nah man dran sein muss, aber ich bin jetzt nicht gesurft dafür. Oben ist was. Oben ist was, tatsächlich. Krass. Mein beim Pokémon Surfen ist... noch auf kein Pokémon getroffen. Mentalkraut. Das ist cool. Das ist echt cool. Was denn? Ein Kognodon. Oh, nice. So bin ich mal gespannt. Aber das ist auch wieder ein... Das ist ja eigentlich auch wieder ein Fossil. Ja gut, aber das haben wir ja so... Kamaup, cool. Beim Surfen gefunden. Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen... Die Namen haben wir noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ja gut, schön, schön. Aber Kamaup ist schon Boden? Nee. Doch. Och Manu. Kann ich es ja gar nicht... Oh, vor allem möchte ich da Dingens gar nicht reinwechseln. Level 33, cool. Schlitzer Drachenwut, 40 KP auf der Level 23 ist drin, ne? Ja, locker. Dann Drachenwut, dafür ist Drachenwut doch noch gut. Schön. Okay, auch eine gelbe Intensität. Oh, hat ja keine Wirkung, stimmt ja. Feuerflug, ich vergaß. Es hat zwar keinen Status-Effekt. Ich könnte es vergiften. Nein, das wäre nicht so schlau. Primärball, Wiederball. Erstmal Wiederball. Ja, weibliches Kamaup wurde gefangen. Was? Weibliches Kamaup wurde gefangen. Oder hatten wir schon eigentlich einen Kamaup? Puh, hab ich gerade gar nicht drauf geachtet, aber selbst wenn, ist nicht schlimm. In seinem Rücken speichert Trudel sehr heißes Magma. Regnet es, kühlt das Magma ab und er wird langsam und es wird langsamer. Es. Kognodon wurde gefangen. Also Trudel wird langsamer, okay. Ja, ich muss mir noch einen Namen überlegen. Natürlich auch. Muffy lebt seit Urzeiten im Dschungel, kann im Weg befindliche Bäume mit Kopfstößen aus dem Weg räumen. Cool. Passt Kokosnuss? Kosnuss wird das geschrieben, ne? Ich glaube ja. Kokos. Ja, würde passen. Ich schau noch mal kurz, aber... Ja. Genau. Ja, dann Kokosnuss und Salat.
Apfelsine. Okay. Warum nicht? Kein Salat. Kein Salat. Salat ist ekelhaft. Apfelsine. Passt. Ich hoffe, das wird so geschrieben. Das passt schon. Okay. So. Ich meine, es ist einfach nur Apfel und dann Sine dahinter, aber... Ich weiß nicht, ob nur mit I oder IE. Scheint nur mit I geschrieben. Ja, nur mit I. Okay. Okay, dann... Können wir jetzt nach St. Gemme. Das ist ganz unten, wo dann dieser Schnipsel abgeht. Dass du mir das direkt sagst. Zwei Dorf St. Gemme. Okay. Ah, gute Idee. So, da haben wir nämlich drei Routen. Vielleicht packe ich auch diesmal das Pokémon, was ich zum Schwächen und Dingens benutzen wollte, nach vorne direkt, anstatt dass ich das erst reinwechsle. Ist eine gute Idee. Gar keine so schlechte Idee, na genau. Die erste Route ist ziemlich kurz, ich weiß nicht, wann die nächste beginnt. Weiß ich auch nicht. Sandgemma einfach runtergehen, ne? Ja. Geht auch so ein Zwischenspiel. Sind sogar noch Trainer. Machen wir die jetzt? Nee, oder? Ich glaube, wir müssen. Ich hab grad gar nicht genau geguckt. Aber hier unten kann man doch schon surfen. Ja, da müssen wir ja auch lang. Doch, an dem. An dem Encounter für die Route hatten wir schon? Nein. Bist du dann schon im Wasser oder hattest du noch? Ja, bin ich. Aber hattest noch keinen Encounter? Jetzt habe ich einen. Achso. Ich hatte schon einen, das war aber Tubes. Achso. Jetzt habe ich einen. Ich war mir nicht sicher, ob ich schon anfangen darf zu suchen. ist das Tubes oder nicht? Was? Hatten wir schon einen Goldini? Ich glaube nicht. Müsstest du nachschauen. Nö. Und dann habe ich eine Goldini bzw. Goldking. Ich glaube, das war meine Aussicht. Oh shit. Bitte kein Crit. Ich hab. Okay. Achso, vielleicht ein Crit. Ich hab mich aufgepasst. Uiuiui. So, so. Goldini, ey. Dreimal Fullpara. Nichts machen. So, Premierball. Los. Bam! Goldini wurde gefangen. Normalerweise lebt Muffy in dunklen Bergen. Ist er hungrig, frisst er auch Eisenbahnschienen und Autos. Ich sag mal, wenn es schmeckt. Warte, was war dein Encounter? Stolunio. Stolunio. Muss ja. Doch, stimmt. Das war, in welchem Spiel war denn das? Das musste man... Pokémon nehme ich an. Pikachu. In einem Pokémon-Spiel, ja. Das ist ein Pikachu. Verschwundene Schiene finden. Und das war ein Stolunio. Der Stolrak, glaube ich. Mit ausgebreiteten Flossen wirkt Trudel sehr elegant. Kann allerdings auch heftig mit seinem Horn zustoßen. Na? Okay, Trudel. Okay. Auch wenn du elegant aussiehst, muss ich also aufpassen. Weiß ich Bescheid. Ein Stolunio. Krass. Natürlich nice. Ja. Passt Flammenkuchen? Wird es nur mit Flammen geschrieben oder kommt da eigentlich noch ein EN hin?
wird's dann so. Nee, nur Flammen. Ohne E. Flammen? F-L-A-M-K-C-H. Ein Buchstabe. Dann Flammkuchen mit einem M. Ja. Oder Kuchen. Oder Kuchen. Das finde ich besser. Dann so. Das finde ich besser. Ich könnte jetzt richtig kreativ sein, aber... Ich schlag Pancake jetzt mal nicht vor. Hat man schon. Nee, Cupcake hat man. Cupcake, ja. Sehr gut. Sorry. Kuchen. So. Camel Case oder ein Ausschreiben nochmal? Flammkuchen nochmal. Ausschreiben. Ja, du. Ich hätte sein können, dass du. Ne? Das ist ein Wort. Ja, gut, ob es normalerweise ein Wort ist, das ging mir eher mehr darum, wie du das haben wolltest. Weil es ist ja ein Name, jetzt ist ja ein Eigenname, kann ja geschrieben werden, ne? Hm. Flammenkuchen. Stalonia. Die Zeit ist nicht mehr. Wir haben noch zwei Pokémon. Erdnuss? Erdnuss! Erdnuss ist cool. Wollen wir die Trainer jetzt mitnehmen schon? Nee, oder? Nö, ich würde erstmal Pokémon fangen. Erstmal fangen. Und es verbleiben immer noch zwei, ne? Ja, das üben. Alles klar, auf. Okay, das ist schon die nächste Route. Wo bist du an den Trainern vorbei, oder? Ja. Ah. Ich bin rechts dran. Das ist Jups. So. Ah, okay. 220, ne? Dann der nächste Encounter. Ja. Okay, ich war noch nicht auf 220. Muss wir jetzt wieder in Goldini. Leider Encounter. Ich wollte jetzt keinen Schuss anschmeißen. Jups. Was denn? Welche beiden? Schivi. Ah. Beides. Der zweite Tubes. Ah, ich bin auch rechts. Jetzt hat sich viel geändert, oder? Einmal zurück, Fragezeichen. Da 219 und da 220. Okay, dann surfe ich hier mal hin und her. Und der Encounter für diese Route ist... Tubes, Hubelupf bisher. Okay. Oh, das ist gut. Ich habe einen Hippopotas. Nice, okay. Nein, da ist ein Trainer. Fuck. Ein Trainer rein? Ja. Ich bin so weit nach rechts. Könnte relativ stark sein. 32, ja. Ich habe Ofenkäse vorne, hab ein bisschen Wasser, Gesteinpuppen, Ammonitas. Bunkensprung. Ich habe einen Hippopotas gefangen. Das ist cool. Oh, was? Was? Ammonitas hat Farbwechsel. Jetzt ist es ein Elektro-Pokémon. Magnetbombe. Hippopotas. Nenn es doch. Oh Gott, was? Muffy schließt seine Nasenlöcher und reißt dann durch den Sand. Bildet Kolonien mit einer Größe von ca. 10. Klar. Zu 10 fühle ich mich halt eh immer wohler als alleine, ist klar. Das ist richtig. Das ist Sonnenfell. Ich habe Wassereis mit Surfer dabei, komm. Kugelbaum.
Okay, Trainer ist gleich down. Bei Miku, das... Dann kannst du es Duplo nennen, wenn du möchtest. Ja. Ancho nett, danke schön. Jetzt lass mich bitte wieder in Ruhe. Ich hatte viel KP verloren. Zeilen. Reicht das? Ja. Okay, jetzt weiß ich aber, dass hier keine Trainer mehr kommen können. Hier kann ich hin und her surfen bis zum nächsten Encounter. Ganz entspannt. So. Hubelupf war das erste, das war Dupes und noch ein Hubelupf. Dreimal Hubelupf. Okay. Ich hab da noch geangelt, ich weiß nicht, ob das vielleicht besser ist. Ja, es ist jetzt das vierte Mal Hubelupf. Kann man vom Dingens direkt aus angeln? Geht ja, das klar. Mal? Ja. Okay, ja, dann mache ich das. Viermal hintereinander, ich glaube, einmal dürfte ich noch. Also. Profi-Angeln. Ich habe ein Pokémon geangelt. Und es ist. Ist auch Tubes, aber habe ich noch nicht. Das ist ein Driftlon. Ha. Willst du nochmal angeln probieren oder ist das besser? Ah, ich probiere es nochmal. So, das, was jetzt kommt, darf ich versuchen zu fangen. Mhm. Und alles andere. Oh nein! Dann A gespammt, kurz nachdem ich die Angel reingeworfen hatte, aber. Los, da ist das Pokémon geangelt und es ist. Ja. Raupi. Raupi? Level 14. Okay. Ist auch Tubes theoretisch, aber. Ja. Ja. Gut. Was hattest du nochmal? Ein Hippopotas. Ja, gut. Wäre Driftlon vielleicht cooler gewesen für? Ja, kann gut sein. Dezent, ich mach Level 14, 20 KP. Sollte definitiv drin sein. Echt? Ja. Level 10 kannst du meistens so mit um die 30 ausgehen. Level 5 die Starter so 19 bis 21 KP haben. Und der Level 10 schon ein bisschen eher haben. Das stimmt. Ah, ich glaube, ich hätte auch gleich anfangen sollen zu angeln dann nach den ersten 2-3 Encounter. Ja, nach den ersten 2 habe ich angefangen. Ja, hätte ich schon. Vielleicht auch machen können. Naja, Raupi wurde gefangen, weibliches Raupi. Rote Antennen, sondern ein Gestank ab der Feinde verjagt. Er wächst, indem er sich häutet. Okay. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Ja. Zucchini. Okay, cool. Schreibt man aber nur mit I, oder? Zucchini? Oh, hinten mit IE. Nee, nur mit I. Okay. Z-U-C-C-H-I-N-I. CC? Ja. Ups. Naja. Jetzt habe ich es nur mit CH geschrieben, aber. wohin? Weiter nach rechts. Achso. Komme ich da überhaupt hin?
von da oben oh, kommt. LOL! Ja gut, ich hätte auch ein Ditto bekommen können. Anstatt von Blupf beim Surfen. Ich bin schon da am Anfang. Wollte mich noch nicht bewegen. Ich weiß nicht. Hier oben, ich bin halt oben in dem. Ja, ich auch. Und da habe ich die eine Trainerin halt gefunden. Hast du die schon gemacht eigentlich auch nebenbei? Nee, oder? Nee, hab ich nicht. Na gut, ist ja auch nicht. Ich 221 ist das, ne? Ja. Ja, bin ich auch. Da guckt er nach oben. Ach, ist egal, ich bleib einfach ich hier. Nach unten. Jetzt guckt er nach oben. Also, ja, das heißt, ich könnte reinschwimmen, wenn ich nach rechts. Ja, okay. Das ist, glaube ich, kein Dupes. Taubsi? Taubsi ist, glaube ich, kein Dupes. Boah, das wäre so cool, hätte ich gerne. Ich liebe Taubus. Mit einer meiner Lieblingsvogel-Pokémon. Ist auch schön. Ich hab einen Tube. Okay. Taubsi wird wahrscheinlich nie benutzt werden. Oder ich müsste extrem aufpassen. Weil? Nimjato. Okay. Das ist Level 21, hat also auch über 20 KP Dünerwelle. Also es wäre bestimmt lustig zu verwenden, aber wie gesagt. Ja. Also, oh, mit, wenn das Nimiatom eine Vorahnung hätte, dann könnte man das sogar machen. Aber wenn es Vorahnung hätte, hätte es keine Wunderwache, da kann es von jeder ja. Attacke, die du... Oh, stimmt, hast. Moment. Hat es hier Wunderwache? Ja. Echt? Hm? Ich dachte, vielleicht ist die Fähigkeit dann trotzdem... Nee. In dem Fall nicht. Na gut. Ninjaturm ohne Wunderwache macht keinen Sinn. Ich glaube deswegen. Na gut, ein Pokémon mit einem KP ist halt schon irgendwie blöd, ne? Ja. Ich kann ja versuchen, es zu schwächen. Kannst du? Sag mir, ob du es versuchst, bevor ich den Ball werfe. Konfusion los! Das hat nichts gebracht. Okay, also werfe ich den Ball, ja? Ja. Eisstrahl los! Taubsi wurde gefangen. Das Doofe ist, das Vieh hat Sandwirbel gemacht. Das heißt, ich. Es ist kein Blutsauger. Perfekt. Oh Mann, ey. Reizt man diesen an sich gutmütigen Trudel, wehrt er sich wütend. Ja. Topsy ist richtig geil. Döner hat man schon, also heißt es Pizza. Hat man Pizza schon? Ich bin mir ziemlich sicher, nein. Also zumindest habe ich nichts auf. Ich weiß nicht, ob die alten. Nö, die alten nicht. Bei den anderen. Ich habe die frühen toten Pokémon ja nicht nein. aufgeschrieben, deswegen. Och man, das will nicht drin bleiben. Wir haben es doch Nacht, oder? Ab 20 Uhr, 10 Minuten noch. Das ist echt ungünstig. Och meine Fresse, was für eine Fangrate hat das hier? Kann ich mal nachschauen. Ja. Kenne ich hier mal Ninja.
tun? Der Ninja Tom. 45, okay. Oh mein Gott. Ich muss halt gerade mal meine Kastanie resetten. Okay. Weil er schon 2-3 Sandwürfe erwischt hat. Mhm. Dann ist Hypnose noch schlechter. Leider keine Donnerwelle oder so. Pokémon wollte ich nicht. Flucht wollte ich, genau. So. Und Lanzo? Ich glaube, ich lasse es mit Superbällen, das bringt nichts. Ich habe keinen Bock, den Meisterball dafür zu verschwenden. Jetzt, ehrlich. Ja, musst du auch nicht. Ich glaube, ich muss danach Trinkbälle kaufen. Noch 19 Hyperbälle. Na gut, okay, ich hatte. Hätte jetzt noch 20. Glaube ich. Es schlürft. Na gut, 28 Hyperbälle, 20 Flugbälle, 20 Timerbälle. In Momenten wie diesen, denke ich mir, hätte ich mir doch mal Flottbälle gekauft. Nicht Flottbälle, Timerbälle. Mhm. Die gab es in Elysis, das weiß ich. Richtig, daher habe ich sie auch. Hatten wir den Namen Banane eigentlich schon? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ne? Relativ früh. Oder? Man ist nicht tot. Ich? Dann, glaube ich, hatten wir es nicht. Dann würde es so heißen. Banana! Hallo! Ist das das letzte Pokémon dann zum Fangen? Ja. Okay. Du könntest doch zur Weideburg gehen. Und da gibt's noch ein Item. Ah, ja. Kann ich das ja machen. Wo war denn das? Wo war denn das? Ach so, bei dem halt. Wenn das Vieh nicht Sandwirbel könnte. Oh mein Gott. Ich werf nur noch Bälle. Überball macht mal 2, richtig? Also hat das dann eine Fangrate von 90 oder? Ja. Okay. Eigentlich schon. Oh mein Gott. Wie viel Prozent sind das? Dritte Drachotafel. 5,9 mal 2. Also, 12 fast. Trotzdem nicht viel, also. Das sind 11 fast. Nee, es sind 12 fast. Ich bin fast 12. Ich bin. Ja. Der Sandwirbel macht mich fertig. Der Sandwirbel.
Ninja-Turm setzt Sandwirbel ein. Trudel wurde verwirrt. Was? Es ist gefangen. Alles klar, dann haben wir eine Banane. Eine Banane, quasi. Ich habe mir das Item geholt. Oh, Fliegen ist so cool, ne? Ein weggeworfener Käferpanzer, der zum Leben erwachte. Schaut mal hinein, stiehlt es einem die Seele. Krass, ich bin schon übel. Banane. Jubelstadt, ne? Jubelstadt. Wir können auch die rote hier dann noch machen, bevor es. Also, können dann die Trainer nehmen. Also, was sind Gamer aus? Ja. Dann fliege ich da mal hin. Können dann die Pokémon angucken. Und dann die Trainer machen. Ja, beziehungsweise nur, erstmal nur Pokémon angucken, ne? Und dann noch. Dann Folge beenden. Nö, nee, ich hätte das am Anfang der nächsten Folge gemacht. Das Pokémon angucken? Ja. Okay. Doch schon lange genug. Ja, stimmt. Das geht ja immer nicht so unfassbar schnell, das Pokémon angucken. Ja, deswegen. Ja, und dann gucken wir mal vielleicht wegen Team. Ich weiß nicht, weil Magnezone ist sogar ein Elektro-Pokémon, könnte ich vielleicht sogar so mitnehmen, aber mal schauen. Mal gucken. Wie das dann aussieht. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.